Hallo und herzlich willkommen dann wieder hier zurück zu Fallout 4. Wir sind jetzt beim Shamrock Tape House. Steht wirklich Tape House. Okay. Auf jeden Fall in der Schenke angelangt. So, gucken wir uns die mal an. Da war ja die Quest, einen transportablen Brauautomaten mitgehen zu lassen. Hey. Na kommt schon, wo seid ihr? Da. Identität unbekannt. Hast du das gehört? In den Arsch. Das ist mal eine Bleivergiftung hoch 10. Wünsche guten Schiss. Tut mir sorry für die Störung, ihr kleinen Bärchen beim Kartenspiel und Rauchen. Ich hab das schon 100 Mal. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Ich lass mal unseren Partner ein bisschen die Drecksarbeit machen. Muss ja nicht immer alles tun. Sie ist ja ein toughes Mädchen. Komm, ich helf dir mal. Gaff! Gehe durch Nahkampfschwerfen. Laut meiner Daten sollten Verletzungen durch Fahrzeuge hier oben die größte Gefahr darstellen. Der Kampf ist zwar gefährlich, aber auch ein gutes Training. Wow, was haben wir mit dem gemacht? Armer Bursche. Zur Belustigung aufgeknüpft worden. Schick. Warum muss das hier mit einer Sprengfalle gesichert werden? Ist das ein Hintereingang? Ja! Jein. Ein kleines Chemlabor. Natürlich. Ich hoffe, es schmeckt. Wow, ein Kämpfersteck natürlich auf der Toilette. So muss das sein. Das neue Modeaccessoire. Heute Pinker Pelikan zum Schlagen und Stechen und Pieksen. Ach du Scheiße, das Ding ist größer, als ich gedacht hätte. Haben Sie denn gar keine Selbstachtung? Oh, ein Memo-Band. Mist. Ein Holoband. Lass mal gucken. Quintet-Rezept. Nee, das haben wir, glaube ich, schon länger. Marty Bullfinch. Ich glaube, den hatten wir auch schon länger. Niki, du alter Nietzsack. Hier ist Marty. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber ich bin da auf eine etwas geheimnisvolle Sache gestoßen, die deine Schaltkreise in Gang bringen könnte. Erinnerst du dich noch an diese hässliche Grashüpferstatue oben auf Faneuil Hall? Da war eine Notiz dran. Eine Notiz, ja, das hatten wir schon mal. Von einem gewissen Sham Drown. Ich schätze nicht, dass der Name dir was sagt. Aber der Typ war ein Kupferschmied aus der Zeit, als die Leute sowas noch gemacht haben. Offenbar führt diese Notiz direkt zum geheimen Versteck des Typen. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber ich wüsste schon gern, ob es das Versteck noch gibt. Ich werde mir die Hall mal etwas genauer ansehen. Geschafft. Wenn du das Team wieder zusammenbringen willst, dann lass es mich wissen. Moment, er hatte von der Hall geredet. Der Faneuil Hall, die hatte ich doch durchsucht.
Habe ich die also nicht abgeschlossen? Das war ja diesen... Der hat was gesucht. Ein Versteck. Okay, ja, vielleicht sollte ich da doch nochmal vorbeischauen. Gut, dass mir das gerade mal so wieder durch die Finger geglitten ist. Das wiederum nicht. Das ist eklig. Wir hatten ihn ja dort auf dem Dach gefunden, aber ein Geheimversteck. Huh. Yay, wir haben einen Stift gewonnen. Oh, da geht's noch tiefer. Holen wir uns erstmal noch den Mist der Raider mit. Schlüssel zum Schankhaus Shamrock. Stecken die da eine Mini-Nuke rein? Überraschenderweise passt sie. Armer Siedler, tut mir leid. Du wurdest hier fürs Volkssport-Massaker benutzt. Ah, und da ging es die Treppe wieder runter. Okay, dann geht's jetzt hier runter. In den Keller des Ladens. Schlüssel nochmals zum Laden und Patricks Terminal. Aufzeichnung der Experimente. Patrick Merriweather. Notizen zum Bau des Saufkumpanen. Dichtungen. Verdammt, das ist der dritte Satz Dichtungen, der in dieser Woche geplatzt ist. Das ganze Scheißding ist wieder voll mit Maischwasser. Mit der ersten Charge läuft es immer wunderbar, aber wenn man alle paar Tage das Chassis öffnen muss, um die Dichtungen auszutauschen, wird niemand sowas kaufen wollen. Hm, ich frage mich, ob die Kulturen aufgrund der Blitzgärung mehr Hitze speichern. Das könnte die Ursache des Problems sein. Investor. Ich habe das Design überarbeitet und den Wärmetauscher versetzt, sodass die Spuren um den Ablüftungssiphon herumlaufen. Damit scheint es zu funktionieren. Die Dichtungen schmelzen nicht mehr und das Bier wird beim Abfüllen gekühlt. Eiskalt, jedes Mal. Einer meiner Kunden hat mich außerdem auf einen möglichen Investor hingewiesen. Jack West, der Geschäftsführer des Hotels Rackford, hat anscheinend gerade was geerbt und könnte das Geld springen lassen, das ich brauche, um mit dem Saufkumpan in Produktion zu gehen. Er hat sich mit meinen Bedingungen einverstanden erklärt, wenn er einen Monat lang den Prototypen im Hotel laufen lassen darf, um für ein bisschen Presserummel zu sorgen. Rezepte. Mr. West ist auf ein kleines Problem gestoßen. Da das Hotel laut Vertrag nur Quinnet-Bier ausschenken darf und ich daher meine eigenen Rezepte nicht verwenden kann. Zum Glück kenne ich jemanden, der jemanden kennt, der die Verschlüsselung ihrer geschützten Brauholobänder geknackt hat. Diesen Code haben wir erst einmal in die Subroutine integriert. Wenn Quinnets Anwälte Wind von der Sache bekommen, wird es riskant, aber hoffentlich ist das nur eine Übergangslösung, bis wir die Produktion starten oder gemeinsam mit ihnen was auf die Beine stellen. Gesicht.
West geht mir langsam echt auf die Nerven. Erst waren es die Rezepte, jetzt sieht der Saufkumpan angeblich zu unpersönlich aus. Unpersönlich. Was für ein großspuriger Penner. Ich habe ihm gesagt, dass wegen des Braubehälters kein Platz mehr für die Servos ist, die man zum Simulieren eines Gesichts braucht. Und dieser Idiot hat gefragt, ob ich nicht einfach Anzeigen als Ersatz für Augen verwenden kann. Ich werde ihn einfach während der Vorstellungspause am Freitag ans Theater ausliefern. Damit muss er dann klarkommen. Auslieferung. Ihn zum Rexford zu bringen, könnte schwierig werden. Das Chassis verträgt ganz schön was, aber die beiden Servos dieser Protektrons sind ziemlich langsam. Vielleicht sollte ich mir lieber einen LKW leihen. Ich stecke das Bootpasswort hier im Keller, bis mit der Auslieferung alles klar ist. Okay, der Protektron ist der Saufkumpan. Den muss ich ja dann beschützen. Pass auf, dass du dir nicht in den See stößt. Tatsache, das Ding sieht auch genauso aus. Deswegen ist auch kein Platz mehr für eine Anzeige. Ha! Nice. Auf zu zittern. Ups. Ich habe übrigens den Hut gewechselt. Beziehungsweise Perücke gegen Hut getauscht. Der eigentlich gar nicht darunter passt, aber okay. Was mache ich denn mit dem Saufkumpan? Ich den ganzen Weg exportieren muss. Ah, da geht's raus. Ja, das ist eine Heidenarbeit. Und da haben wir das Passwort bereits gefunden. So einfach geht das. Beginne Startsequenz. Unbekannte Hardware entdeckt. Hilfs BIOS entdeckt. Schreibe Betriebssubroutinen, Mikrobraugeräte betriebsbereit. Interner Abfüllmechanismus betriebsbereit. Ausgabemechanismus betriebsbereit. Suche Brausubroutinen, Holoband für Gwynne Pale Ale entdeckt. Startsequenz abgeschlossen. Gebe Probe zur Abnahme durch den Techniker aus. Wie würden Sie die bereitgestellte Probe beschreiben? Kalt und erfrischend. Weißt du, wie lange ich schon kein kaltes Bier mehr hatte? Sehr gut. Anscheinend sind meine Funktionen optimal kalibriert. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Was bist du? Ich bin ein modifizierter Robco Protektron, Bezeichnung Saufkumpan. Meine Mikroanlagen ermöglichen internes Brauen, Abfüllen und Ausgeben von Bier mit hoher Geschwindigkeit. Ich bin außerdem darauf programmiert, zur Unterhaltung des Kunden eine Vielzahl von Witzen zu erzählen. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Das Ding ist schon geil. Kannst du auch andere Biersorten brauen? Mit einem Holoband, auf dem sich das Rezept befindet, sollte ich imstande sein, jedes alkoholische Getränk zu brauen. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Wo ist das Hotel Rexford? Das Hotel Rexford befindet sich auf der State Street in der Nähe des Old State House. Der Liefertermin wurde um 210 Jahre überschritten. Sollen wir mit der Auslieferung an das Hotel Rexford beginnen? Kann ich noch ein Bier haben? Die Brausubroutinen verbleiben bis zur Auslieferung an den Kunden im Standby. Sollen wir mit der... Noch nicht. Nein, noch nicht. In Ordnung, erwarte Befehle. Okay, was ich mit diesem Buddy jetzt mache, ist ja mal interessant. Hotel Rexford, das ist jetzt aber nicht das in Good Neighbor, oder? Ich muss jetzt mal bei der Quest nachspicken. Da braut sich was zusammen. Ich könnte ihn auch für mich behalten. Cool wär's. Der wird mir nur hier angezeigt momentan. Es wäre eigentlich schon geil, so einen eigenen Brauprot zu haben.
Braubrot. Ja. Braubot. Ich bin gerade sehr unentschlossen, ob ich den nicht behalten will, weil so ein Braubot ist, glaube ich, echt das, was sich ein Männerherz wünscht. mal überlegen.